Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon Opening und zwar sind die neuen Teens erschienen, die schauen wir sich heute an. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir Eisenblatt, da haben wir Winderwoge. Sehr normal, cool. Heißt, nein. Ich habe so cool gespielt in Pokémon Kristall. Das geht's ums Prinzip? Nein, das ist meine Lieblings-Edition. Wenn ich das schon da höre, das habe ich nicht abgesprochen, aber einfach wieder über dieses so alte Pokémon-Spieler reden, heißt, da kommt es mir immer nostalgisch so. Wahnsinn. Ich finde es cool, dass das mit Papier gemacht haben und nicht mit Plastik. Und da haben wir Winderwoge und Autofokus ist nicht am Start. So. Jetzt ist am Start Winderwoge EX, die Promokarte mit 127. Mega schön. Und da haben wir dann Eisenblatt EX. Auch ist vor allem ist halt auch mega nice. Ist stark, ja. Richtig cool. Vor allem, die haben dieses, erzählst du diesen Glitzeffekt. Den kennen wir schon. Aber die haben diese Strahl noch mit reingemacht. Dann schauen wir sich an, was wir da vor allem genau, richtig. Da haben wir die drin haben. Promokarten. Ich habe da sogar das Leaf schon hergerichtet. Ein Code. Und beim Code bekommt ihr in-game quasi die Karte, aber leider keine Booster. Das nicht mehr. Cool, Maskerade im Zwielicht, das heißt top aktuelle Teams. Ich finde ich eigentlich cool, aber was macht sie mit dem? Mir hat mal wer meine alle abgekauft und fürs Angeln verwendet. Fürs Angeln? Angelzubehör, ja. Hat er gesagt, die sind sehr gut und kosten nichts und passt viel rein. Aber für was verwendet ihr eigentlich diese Boxen? Ich meine Pokémon... Deko. Ja, es ist halt... Schaut, es sind 4 Booster. Das ist doch so eine Platzverschwendung. Ja, aber die gibt es ja einfach und ich finde es cool, man könnte es doch einfach halb so dick machen. Dieses EX nur um die Hälfte, diesen Rand da oben weg. Aber wir haben Gott sei Dank die kleinen, die amerikanischen Teams sind ja noch größer. Ja, das ist halt das ist der nächste Häkel. Weil man kann ja kleine Teams auch als Deko hinstellen. So. Geiles Set, Maskerade im Zwielicht, das heißt top aktuelle Teams. Wir haben sogar Gewalt in der Zeit und entwickeln Kaldeo. Das heißt sehr spielstarke Karten können wir ziehen. Überall. Also überhaupt zur Zeit. Wenn sie das TCG ein bisschen spielt, ich finde, das macht viel Spaß. Ja. Vor allem Online-TCG, richtig nice. Vor allem diese neue Ogapon-Maske, das Deck ist so stark. Erst Maskerade Zwielicht, Top Chase-Karte ist Quayu zu EX, eine Special Illustration Rare. Das Artwork ist schon cool, ja. Nice, ja. Die Hanna, Schwanreis, Pandra. Auch gute Karte im Reverse. Ja, Pandra auch, starkes Deck. Stimmt, wegen einem Dingsbums und Katapultra. Ich habe das Deck schon gespielt. Ich finde, es ist noch nicht so konstant, aber wenn es reinkommt, Urgas. Okay. Richtig nass. Stimmt, du brauchst das für Katapulte. Das war eine sehr spielstarke Karte. Viele spielen die Karte einfach als Draw Engine. Gar nicht für die Katapulte, weil du einfach die obersten zwei Karten ansehen kannst und die eine davon auf die andere nehmen kannst. Nice. Also nur alleine wegen Draw. Ich finde Eisenblatt DX cool, weil es auch ein spielstarkes Deck ist, dass man das als Promo bekommt. Das ist auch nass, ja. Der Teamstick. Dann haben wir. Interessant. Schauen wir mal, wir haben noch gar nicht gesprochen, wie viele Hits wir haben. 8 Booster? 2 bis 3? Ich glaube, 1 bis 2 pro Box, glaube ich, hoffe ich halt. Testplatz. Dann haben wir einen Groll dran. Jetzt haben wir es im Reverse, was ist los? Ist ein Zeichen, Name Fino. Das geht's nicht. Und ich finde es geil, dass du die anderen im Reverse hast. Ja. Aber es sind gute Hits. Also wie gesagt, ich selber, ich feiere das Deck. Macht richtig Spaß. Dann gehen wir rein. Sandan. Wo gehen wir rein? Kiefer. Lampivian. Ja, das ist ein Kicker. Das ein Schlicker. Super Ball. Sonflora. Dinglo. Oh, Wieder, die haben wir schon mal gezogen. Die haben wir schon mal gezogen. Aber Full Art Ultra Rare. Sehr starke Karte. Was? Nimmt man auf jeden Fall mit den Hint. Jetzt will ich immer noch so sagen, was halt schade ist. Da hätte ich das Slot, ja. Da könnte halt jetzt ein Banger sein. Aber das ist immer. Aber wir haben einen Hit. Genau. Gewalten der Zeiten ist auch ein cooles Set. Dass es Bonino zweimal haben, das ist schon auch schwierig. Vor allem so hintereinander. Hecke. Tapfel. Peppe. Lichtl. Jetzt musst du mir auch mal knallen. So. Hat ich gedacht. Eine Knollen, sorry, da. Moira. Sirapfel. So geil. So, dann haben wir es. Hisui Fukano und ein Sinsala. Ein seltsames Hacking. Weißt du, was ich da ziehen will? Enigmara. Boah. Kann da drinnen sein, in der Special Illustration Rare. Urstark, in Österreich sagt man urheftige Karte. Enigmara ist wirklich spielstark, aber die haben es halt leider, weil da viele so sagen, ja, der Preis ist so gedroppt, ja, weil die Karte so oft gereprintet wurde. Das ist einfach der Grund. Weil du hast es in der Tin drinnen als urcoole Full Art. Ja, wer kauft sich dann noch die Dings? Also das liegt nicht an der Karte, sondern das
Du gemieselt zweimal. Sondern liegt halt daran, weil halt Pokémon eine sehr spielstarke Karte in mehrfachen Rarities und es hat die Turnier Collection auch noch gegeben. Genau, in dieser Turnier Collection reprintet. Das ist der Grund. Da kriegst du Vierer Playset. Genau, wieso solche Karten sinken und nicht, weil sich keiner mehr dafür interessiert oder so Karten mehr gesammelt werden. So, dann haben wir die Fire Energy. Jetzt knallt es bei dir. Gabinete herber. Dann wieder fertig. Ich habe auch jetzt gehabt, Gewalt in der Zeit. Ja. Schauen wir, ob es gewaltig wird. So, haben wir Ruderbruder. Dann Elevoltec. Dann Wuffles, come on. Dicke Freude Knus. Sehr starke Hit. Das ist guter Reverse. Oh, oh, kein Flamme EX. In Double Rare. Aber ich hab gesagt, das ist Sweet 9. Aber sehr nice. Das ist wirklich eine starke Karte. Okay, ich nehme es zurück, die haben das doch schon gemacht mit dem Scheringstrahl. Aber dicke Freunde Knutz, ich sehe das sogar als Hit. Wie geht denn das Boost auf? Ich weiß jetzt zwar die Preise nicht auswendig, aber ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Der Code ist verkehrt drinnen, luftig, frisch ist das Ding. Was ist denn das? Das ist ein Zeichen. Das ist halt Kneichen. Zeichen. Ah. Paldea Tauros, das schaut heftig aus mit dem Platten. Geil, Wasser. Gehen wir unten raus. Das finde ich cool. Grusha. Der oder Crispino. I. Aber Crispino auch, coole Reverse. Spielen wir als One-Off. Stimmt, gibt es ja noch immer das ja, Deck. Das Deck. Ja. Und Agilutze. Ja. Ja, du hast einen Hit gehabt. Ultra Rare. Würde ich sagen, so schon noch besser. Schauen wir, ob die Team wenigstens irgendwas gönnen. Ja, mit schon was gönnen. Ja, deswegen Sleeft nichts, weil ich die Sleeves da liegen habe links. Das wird nichts. Watribi. Dann haben wir Lumish Bros. Watribi. Crosspino, jetzt haben wir das erste davon. Zwips. Dann Fitti. Prezili. Dudino. Dann Amura. Makuhita und ein Scarabax. Als letztes hier. Trotzdem, wir haben mit den Promos 4 Hits, also 8 Booster. Ja, ein bisschen Ausbeute hätte besser sein können. Was ich halt immer so schade finde, warum machen es Eisenblatt, DX und Windewoge? Warum machen es nicht alle drei? Drei Teamboxen mit allen drei Hunden, Katzen. Ja, nur dass halt das eine Katze ist. Ja. Also du meinst jetzt mit Keilflamme und mit... Genau. Mit Gut im Blitzgeist. Genau, aber warum machen es da nicht drei? Es gibt immer drei Teams, immer machen es drei. Scheiß, ich glaube, da hat jemand damals mal in die Kommentare geschrieben, das war auch so begonnen, weil es ein blaues und ein grünes haben wollten. Mhm. Deswegen. Und weil es aber bei den drei Hunde keinen grünen gibt, dann haben sie ein Eisenblatt genommen. Und das ziehen sie jetzt zuerst vor der ETB so durch und jetzt in die Teambox rein. Irgendwas, Entschuldigung. Aber ich sag, die Karte ist spielt stärker. Wobei, nein, jetzt sage ich es nicht. Jetzt für Furienblitz richtig nice. Für Furienblitz wird sehr teuer. Ich hoffe, die was wirklich investieren und in solche Sachen investieren. Rein. Weiß ich nicht, aber ich sag mal, wäre Furienblitz vor ein, zwei Monaten eine sehr gute Investition gewesen. Ja, mit einem Euro und jetzt. Ja, und jetzt ist glaube ich auf 5 bis 10 irgendwas, also schon heftig. Sehr wirklich stark. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein!